Moin, Jungs und Mädels, und herzlich willkommen zurück im Grundkurs-Gaming und zum Mass Effect Andromeda. Wir sind gerade auf Ios, sind aber eigentlich schon wieder im Begriff zu gehen, denn wir wollten gerade mal hier im System gucken, wo die Kette. Ascent is go. Scheint ja gerade Sinkflug. Ich keine Ahnung, ich habe mir unter diese so schnell nicht gelesen. Jedenfalls sind wir dabei, rauszufinden, wo die Kette hier ihre Lager haben, um die Truppen auf dem Planeten zu versorgen. Ich denke, wir müssen... Ja. Im Pythias-System sein, ganz genau. So, dann zoomen wir hier einmal raus. Anomaly detected. Ganz genau. Schmeißen wir mal den Scanner an. Probes launched. Getting a scan. Sehr schön. Und hier drüben haben wir Nummer 2. Sehr schön. So, dann schauen wir mal, was es hier gibt. Irgendwelche Kettennachschublager, vermute ich. Aha. Eine automatisierte Versorgung. Let's check it out. Trümmer steht das, sieht eher aus wie eine intakte Versorgungsflotte, automatisiert. Ressourcen von beträchtlichem Wert, wie von Tech, Dark Tyrian prognostiziert. Tech ist ihr Rang, okay. Ja, geil. Richtig tolle Sachen, die wir gefunden haben. So, der Scanner verrät uns ansonsten nichts mehr. So, und da haben wir Nummer 2. Das dürfte ja dann ganz ähnlich aussehen. Ja, keine Ahnung, von wo aus die losgeschickt wurden. Possible Ket supplies. Just like Dark Ket suggested. Okay, also das war relativ easy. Können wir jetzt zurück nach Eos fliegen, wieder landen. Und uns dann um die wichtigen Dinge kümmern. So, was haben wir denn noch? Ein bleibender Eindruck? Benennung der toten Drohnenberge. Ach ja. Ja, möchte ich, natürlich. So, das Team haben wir. Sehr schön. Descent is green. Coordinating, path is calm. Ja, ich dachte, da gäbe es vielleicht ein bisschen was Aufregenderes jetzt bei den Kettlagern. Da war aber erstmal gar nichts los. Boah, wir haben hier noch eine ganze Menge versteckter Kisten und Dinge, die wir noch gar nicht irgendwie erforscht und erkundet haben, scheinbar. Das ist ja krass. So, womit wollen wir denn anfangen? Hier drüben vielleicht. Da können wir einmal ins Windtauchbecken schnell reisen oder wir gucken uns erstmal hier beim versteckten Lager um. Ja, vielleicht fahren wir da schnell rüber, oder? Wo ist denn mein Nomad? Ah, der muss doch irgendwo hier, da hinten ist er geparkt. Glänzt hier in der Sonne.
Neues Upgrade für den vertikalen Schub. Echt? Defensive Verstärkung. Verbesserte Lebenserhaltung. Drehmomentverwaltung für den Sechsradantrieb. Schildzurücksetzungsbonus. Notfallschildentladung. Ergänzende Lebenserhaltung. Überladender Boost. Verbesserte Ordnungssysteme. Ich habe keine Ahnung, was das alles tut. Vertikale Schub wurde verbessert. Echt? Oh ja, ein bisschen vielleicht. Ja, schauen wir mal. Wie gut der Six-Wheel-Drive dann tatsächlich ist. So, wir müssen hier hoch. Nicht mit der Schnauze hier hängen bleiben. Ja. Okay. So, wir kommen hier hoch. Wir kommen hier hoch. So. Ach, da oben müssen wir hin. Wie komme ich denn da hoch von hier aus? Wahrscheinlich gar nicht, oder? Wow, ach shit. Bin ich direkt auf der anderen Seite wieder runtergefallen. Okay, da brauchen wir also einen kleinen Weg außen rum, würde ich vermuten. Hat der neue Boost wesentlich mehr Power als der alte. Was ja schon gut ist. Jetzt dürfen wir ihn nur nicht so rumkrepeln irgendwie. Ja, was ist denn da los? Stellt sich an, das Ding. Schon sind wir hier oben. Herrlich. So, und wo soll das Ding jetzt sein? Hier. Nur, dass hier halt nichts ist. Ah, hier unten. Da, ah. Ist ja super versteckt. Was haben wir denn da? Reliktpolymere, gewölbegefertigtes Relay. Reliktkerne, tatsächlich. Okay. Nehmen wir alles mit. Schön, dann können wir uns bald auch so eine Panzerung basteln, tatsächlich. Also auch wenn mir diese Chrom-Lackierung gar nicht zusagt, dann muss ich noch mal gucken, wie ich die ändern kann. Fährt er sich viel besser. So, was haben wir denn hier? Ja, mich würde die Quest interessieren. Ich würde sagen, da fahren wir einfach schnell rüber, ne? Also wir versuchen es mal. Quatsch, ouch. Ja, hier diese Straße einfach lang, denke ich. Ganz sanft hier zu Boden geschwebt. Don't worry, baby. We're going to bring the Asari Ark home. Who's worried? The Lucinia is okay or it's not. Either way, not much I can do. You don't care that thousands of your people are missing? My people can... Looks like we have some scavenger animals in our lost supply crates. Oh Mann, ich wollte doch wissen, was sie dazu sagt. Aber der Schild hier, der ist echt geil, oder? Ich mag den. Los. Quick mess to clean up. Not getting any of the supplies back this way, though. Ach nicht? Ja. So. Are you sure about this? Yes, Pathfinder. The crates were opened using standard protocols. It's unlikely the local fauna could have accomplished this.
They're bugs, Sam. They didn't do it. More data is required to be definitive, Pathfinder. You're a real machine sometimes, Sam. Okay, ja. Nee, die Käfer waren es wahrscheinlich wirklich nicht alleine. Kann ich den Nomad irgendwie hier umlackieren schnell? Geht es? Das Platin sieht echt kacke aus. So, So, wie sieht er jetzt aus? Jetzt sieht er weiß aus. Wenn ich ihm jetzt sage, sei mal Platin, wie sieht er dann aus? Achso, das ist die hässliche Lackierung. Okay, alles klar. Ja, irgendwie war das ein Fehler, ne? So, fahren wir hier schön mit dem weißen Nomad rum. So, wo wollen wir als nächstes hin? Pflanzenproben sammeln. Na, das hört sich doch nach Spaß an. Auf geht's. I've seen enough wastelands. Where's the celebration for managing to live here? Eos will have holidays. Once we figure out the seasons. I'm trying to look at the potential. In 50 years, this could be a beach vacation. This is resonating now. Probably with the vault. Pathfinder, my senses read an Andromeda plant sample nearby. Dann steigen wir doch mal aus und gucken nach. Okay. Falsche Richtung. Ja, irgendwo direkt hier. Hier, da. So, haben wir eine Pflanze direkt mitgenommen. Dann gibt es hier drüben schon direkt die nächste Zusatzaufgabe. Oh ja, so ein Pet Truck ist das. Ach so, so ein Packrack hier. Okay, das Gefährt ist intakt. Der Verfall scheint das Ergebnis einer überstürzten Abschaltung zu sein, durch die die Systeme den Umgebungseinflüssen ausgesetzt wurden. Okay, schauen wir mal, was es hier gibt. Ein Feldcom-Terminal. Arbeitsauftrag, Platzierung von Außenposten, Überwachungssonnen. Dieses Gebiet zu überwachen war die richtige Entscheidung. Die Lebensfähigkeit ist enorm. Nur eine weitere Sonde? Tja, ich bin nur ein weiterer Techniker, aber ich werde tun, was ich kann. Eines Tages werden wir es geschafft haben. Ich lade meine individuellen Protokolle. Das EJR ist besser als ein doppelter Espresso mit einem Schuss E-Zero. Ich werde in der Hälfte der Zeit... Verdammt, sieht aus, als wären das die Kette. Ich verstecke mich. Ich muss die Sonden platzieren. Das hier ist wichtig. Kein Input. Okay. Recording nav points for survey beacon placement. A trivial task. Wasn't trivial to this technician. Lotus Protocol. The job doesn't go unfinished. So, ich kann es hier nochmal irgendwie aktivieren. Warum auch immer. So, dann begeben wir uns jetzt hier so ein bisschen auf der Route Richtung Süden. So, Süden, dort lang. Your first outpost. It must mean something to you. Ah, und dann hier Richtung Osten, alles klar. Yeah. Hopefully Prodromos sets a high bar. Nice world. You know, with a little help from massive tech. Was ist hier oben drauf, oder was? Ernsthaft? Nee, irgendwie dazwischen. Da hätte ich auch noch mit dem Nomad fahren können. Was ist denn hier los? Nicht hängen bleiben, Junge. Komm, gib Gas. Beweg dich. Schneller, schneller, schneller.
Job started. Another step forward. Keep it up, Dad. Sam, what am I hearing? Technician Eric Cumber's beacon protocols. They appear to include recorded motivational logs. Geil. Das ist sehr cool. Das ist echt eine gute Idee. Wenn man irgendwie einen langweiligen Job hat oder so. Sich so kleine Motivationstexte von seiner Tochter einsprechen zu lassen. Coole Idee. Was ist denn das da hinten eigentlich? So eine Kettenanlage und da gibt es nichts Interessantes angeblich. Na gut. So. Einmal Nomad. Und diese Richtung. Better take a look. Wo ist denn die 8 da vorne? Da wollen wir doch sowieso hin, oder? Gibt's noch ein paar Käfer. Or of PB's remnant technology. Still not as interesting as the monoliths. Ist er tot? Nee. Ist er tot? I can't believe you're so blasé about the Asari Ark. We're stuck here with 100 problems. We need support, experience. Oh, yay. Let's get more old biddies arguing over what to do. Wait long enough, and 9 times out of 10, problems fix themselves. If you won't give a damn about saving the Asari Ark, then I will. B, problem solved. So, was gibt's denn hier Spannendes? Eine Kiste. Angeblich. Ja, tatsächlich. Reliktpolymer und schon wieder Reliktkerne. Oh, cool. Okay, cool. So, gibt's hier sonst noch irgendwas? Ich krabbel mal gerade hier hoch. Ein bisschen Überblick. Aber ich sehe hier gar nichts. Da liegt noch irgendwas. Vielleicht nur ein Überrest. Ach, Lithium ist das, okay. Alles klar. Ja, was gibt's denn hier? Ich meine, irgendwas muss es doch hier noch geben, oder? Sonst wäre das Ding doch blau markiert. Gibt's hier einen Eingang oder eine geheime Geheimkiste? Normalerweise steht hier irgendwo auf so einem Podest dann so eine Kiste rum, die nimmst du mit und dann ist gut. Aber das hier scheint irgendwie anders zu funktionieren. Ich habe keinen Plan wie. Ja, mein Scanner zeigt mir auch gar nichts an. Hier gibt es so eine auffällige Bodenstruktur, das ist nichts. Ja, einen Haufen Kriecher gibt es hier, aber ansonsten, keine Ahnung. Ich entdecke hier nichts. Wenn ihr einen Plan habt, wo es hier was gibt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Was geht denn da drüben ab? Cat! Aber die haben Munition dabei. Da überlege ich mir direkt, mich mal kurz mit denen anzulegen. Welche Himmelsrichtung ist denn das? Nordwest? West-Nordwest? Quasi hier drüben, da wollen wir eigentlich gar nicht hin.
Aber ich will die Munition haben. Deswegen. Nein. Das war nix. Okay, gut, dann lassen wir das vielleicht. Ich habe auch Unmengen von Munition, fällt mir dabei auf. Wie auch immer es dazu kommt. Oh, und für heute war es das schon wieder. Leider nicht zu Mädels. Ich finde dieses Schild so geil. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.